So, da sind wir wieder. Mal gucken, wie oft ich aufsteigen kann. Gut, Beweglichkeit 40. Vitalität und Kondition jeweils 1. Alles klar. Gut. Weiter im Text. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Normalerweise würde ich für keinen einzigen Bild unbedingt die Lebenskraft erhöhen. Was halt damit zu tun hat, dass ich normalerweise nicht plane, irgendwie getroffen zu werden. Das Ding mit diesen Dingen halt einfach ist, ich muss mir für Nito eine Taktik zurechtlegen. Und die beinhaltet leider, dass ich den wahrscheinlich tanken muss. Weil sonst kann ich in gewisser Zeit erstens nicht genug Schaden an Beinen anrichten. Zweitens werde ich seine Skelette sowieso nicht umbringen können dauerhaft, also muss ich Nito die Arbeit machen lassen. Ich werde einfach durchrennen, ich werde mich nicht an den Kerlen hier aufhalten. Das Problem bei Seath wird gleich sein, dass ich wahrscheinlich nicht genug Schaden mache. Ich werde es so machen, dass Seath sein Kristall selber zerstört. Und das wird dann hoffentlich mir einen Kickstart geben. Oh, da ist was gestorben. Ich habe ein bisschen Bange hier wegen den Schmetterlingen. Ich weiß nicht, wie die reagieren, wenn ich normal an denen vorbeirenne. Übrigens sehr geil im Multiplayer. Kann man hier einfach überall die die Nachrichten hinterlassen. Das hat übrigens eine sehr komische Hitbox, dieser Sprungangriff von denen. Und das kann durchaus einen töten. Auch wenn er eigentlich nicht trifft. Okay, das habe ich geschafft. So, was wir jetzt versuchen müssen, ist diese Muscheln so weit wie möglich vom Bossraum wegzukiten. Denn die können durchaus im Bossraum auftauchen. Das erste Mal, wenn man rumkommt. So, das sollte eigentlich reichen. Ne, wird wahrscheinlich nicht reichen. Goldharz. Hier ist der Kristall. Ne. Oh, ich mache so wenig Schaden an den Biestern. Shit, die Attacke kenne ich gar nicht. Verdammt, was war das denn? Okay. Merke, ich mache verdammt wenig Schaden. Merke, eine scheiß Muschel ist durchgekommen. Merke, Seath kann diese Muscheln töten. Reagieren die denn auf Kristallschädel? Das muss ich gleich ausprobieren. Sorry, dass ich immer auf die Kristallschädel zurückkomme, aber mittlerweile scheinen die wirklich immer weniger ausmachen zu können. Und ich habe verdammt wenig kohlartiges Harz. Ich muss demnächst wieder farmen gehen dafür. Wenigstens für das Goldharz. Was ich witzig finde, ich habe gehört, dass Gwyn gegen Feuer empfindlich ist. Schon komisch. Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken über ein anderes Rüstungsset machen für sie. Fluchabwehr, ja, die ist ein bisschen gering gerade bei mir.
Wenn ich ein Fluchabwehr-Set haben wollte, dann hätte ich mir das Set aus, also das Set von dem Invader da holen sollen, aus Gemalte Welt. Oder das Set von Dusk. Das funktioniert auch sehr gut gegen Fluch. Oh, shit, shit. Alles klar. Das muss ich jetzt ausprobieren mit den Köderschädeln. Mal sehen, ich werde sie mal. Ah, ne, die fliegen nicht weit genug dafür. Okay, das scheint doch nicht zu funktionieren. Ich meine, dieses, das Muscheln herumkiten ist eigentlich nur Speedrun-Taktik. Okay. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wusste nicht, dass das Ding kaputt geht, wenn man auch nur reinrollt. Wie kann er so ein sowas, so das so Zerstörbares so wichtig für ihn sein? Au, so schlecht. Ich kann seine Attacken gar nicht erkennen. Ich weiß gar nicht, wie die alle aussehen. Okay, wäre fast schief gegangen. Alter, ich stehe mitten in den Kristallen und ich werde nicht verflucht. Das ist komisch. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Das war sehr komisch. Es war, als wäre er eingefroren gewesen, als ich den Kühlerschädel geworfen habe. Okay, es ist einfach so, man kann bei denen die Attacken triggern. Wenn man vorsichtig genug ist, sollte das gehen. Okay, ich muss ihn drehen. Ich muss ihn drehen, sonst kann ich nicht mehr weglaufen. Okay, mach was. Okay, das war komisch. Okay, jetzt sollte ich ihn wieder im Loop haben. Mist. Also zweihändig scheint jetzt gut zu funktionieren bei ihm, auch komischerweise. Ich mache auf jeden Fall mehr Schaden als mit der einhändigen Lösung. Ich weiß auch gar nicht, wann ich wieder losrennen soll. Kann ich losrennen, während die Kristalle schon wegbrechen oder nicht? Das ist immer so die Frage.
Alter, Kamera, ey. Sollte gehen. Alles klar. Thief is down. Hinter down. So, und da ist mein Blutfleck, den ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Und ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass er überhaupt noch da ist. Ja. Okay, Thief is down. Das heißt, wir haben einen guten Schritt vorwärts gemacht. 60.000 Seelen. Die können wir investieren. Gut. Wie viel brauche ich jetzt noch zum Aufsteigen? Ups. Ja gut, dann können wir uns merken, für die nächste Session kann ich einfach farmen gehen. Und das werde ich natürlich nicht komplett offscreen machen, sondern auch aufnehmen und Fast-Forward dazu und dann sollte das passen. Scheiße, ey. So, und ich werde dann... Okay, Kondition habe ich, glaube ich, genug erreicht. Für, ich glaube, 1000 Seelen kosten diese Harze zum Feuerschaden hinzufügen. Dann werde ich mir direkt mal, ja, 2 davon kaufen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass der Kerl, der jetzt hier unter dem Aquädukt da sitzt, nicht Goldharze verkauft. Anders als ich dachte. Der Typ da hinten. Ich hätte natürlich mir den Silberschlangenring besorgen sollen. Aber... ja. Ding ist, ich brauche von allen Ringen, die ich habe, die beste Unterstützung. Und da ist nicht sonderlich viel Platz für diesen Ring. Das Problem ist jetzt auch, ich kann eigentlich nur noch ins Grab der Riesen oder zu den Four Kings. Und für beides brauche ich, glaube ich, die andere Rüstung. Die Steinrüstung. Dann hole ich mir die gleich einfach. Gegenstand kaufen. Das Feuerharz. Oh, die kosten sogar nur 500. Sehr gut. So, die Four Kings können, glaube ich, nicht bluten oder Gift ansammeln. Also macht es keinen Sinn, hier das Giftharz zu kaufen. Ja, Four Kings oder Nito? Four Kings oder Nito? Ich glaube, ich sollte es wagen, nach Neulondo zu gehen. Aber dann muss ich durch das Drachental durch. Obwohl, muss ich gar nicht. Ich kann einfach, es gibt einen relativ einfachen Shortcut, den ich normal machen kann. Aber ich, richtig, ich muss mir ja sowieso die große Glut holen, also die riesige Glut. Richtig, richtig. Ja, gut. Aber ich muss gerade überlegen, wo gibt's die nächsten Feuerhüterinnen-Seelen? Ach, ich wollte natürlich die Rüstung. Ich hab's schon wieder verpeilt. Ich muss gerade überlegen, wo gibt's die ganzen Feuerhüterinnen-Seelen? Ich habe nur 3 bis jetzt gehabt. Ich weiß, dass man eine bekommt, wenn man Lordric die Quest gemacht hat. Aber die ist halt nur da, um Anastasia wieder zu beleben. Natürlich könnte man sie auch benutzen. Dann ist halt die andere Feuerhüterin, Anolondo, die, die kann man töten und bekommt eine, aber dann hat man wieder gesinnig und kann den Dark Moons nicht beitreten. Wo bekommt man die ganze Scheiße? Ja, ich wünschte, man könnte sich direkt in den Wald teleportieren. Aber nö, geht natürlich nicht. Aber wisst ihr was, ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, um Four Kings oder Nito zu machen. Nicht unbedingt. Aber ich sehe schon kommen, dass ich ja wahrscheinlich sterben werde. Und ich habe mir jetzt Buff-Zeug gekauft, das heißt, theoretisch könnte ich einfach Sif machen. Wo ich schon mal hier bin, mache ich Sif. Alter.
Ja, das ist wohl nicht die beste Idee, jetzt zurückzumachen. Hat der mich denn verfehlt? Ja, Sif könnte ein kleines Problem werden. Allein, weil ich nur kurze Reichweite habe. Alles klar. Was über hier? Da müssen wir uns wieder hier durch den Wald machen. Oh, da wäre ich ja fast runtergefallen. Da mache ich aber den Nebelring. Nur für den Fall, dass die mich sehen könnten. Okay, der Ritter hat mich nicht gehört. Sehr gut. Aber ich mache ich um den Banditen den großen Bogen. Dann könnte eigentlich nur noch Shiva mich hören. Dann könnte ich nämlich direkt bei den Pilzen anhalten. Okay, Shiva hat mich nicht gehört. Sehr gut. Da unten ist die Kiste. Hole ich mir jetzt sofort. Bär. So, fragt sich nur, sollte ich lieber das anziehen oder Havels? Wenn ich doch Havels anziehe, dann wäre es doch bescheuert. Und ich ziehe jetzt den Goldschlangenring an. Ich Idiot. Bams. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Biester auch das Harz droppen können. Aber bis jetzt haben sie es nur nicht gemacht. Ah, da. Dann muss ich mich auch nicht mit den Großen anlegen unbedingt. Siehst du noch welche? Da hinten. Obwohl, jetzt wo ich mehrere Menschlichkeit drauf habe und den Ring, dann sollten die eigentlich auch droppen. Mit der Chance mehrere zu haben. Also, Schaden tut's nicht. Komm her, komm her. Ich möcht nicht gegen zwei von euch kämpfen. Au, ich habe eigentlich gerollt. Komm, Tag. Alter, wieso reagieren die Rollen gerade nicht? Alter, ey. Was ist denn heute los mit den Rollen? Jupp, zwei Stück. Wie erhofft. So, komm her, Sack. Alter! Was ist denn heute los? Okay, die können also doch bluten. So, du verreckst jetzt. Okay, hat sich doch irgendwie gelohnt. 5 Estus, ja, ist ja Standard für Sif. So, du noch. Bams. So, jetzt kann ich mir schon wieder 6 von den Harzen kaufen. Ich bin mal gespannt, ob ich werde mal ein bisschen recherchieren, ob das wahr ist, ob Gwent gegen Feuer empfindlich ist. Weil das wäre doch räudig irgendwie. So, was mache ich gegen Sif? Gegen Sif sollte ich irgendwas mit Balance anziehen.
Statt mit Resistenzen. Hat das Balance? Ja, hat es sogar. So, wie viel habe ich? Ich muss unter 20 bleiben. So viel steht fest. Das noch. Sieht zwar scheiße aus, aber ist in Ordnung. Okay, Sif, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich tun muss. Armes Vieh. Ich weiß gar nicht, wogegen er empfindlich ist. Au, das war schlecht. Kommt noch was. Sehen. Okay, er kann bluten, das ist gut. Ich habe zwar gedacht, dass er einen wesentlich höheren Widerstand hat, aber okay, spring nicht mehr so viel rum, bitte. Okay, jetzt weiß ich, dass ich nicht buffen muss unbedingt. Einfach die Blutung ausmachen. Autsch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er diesen Move macht, weil die Wand hinter ihm ist. Oh, Limpy-Self. Oh, armer Kerl. Das tut im Herzen eines jeden Tierliebhabers weh, dieser Boss. Alles klar, wir haben sogar noch 5 Minuten über. Dann würde ich sagen, ich versuche in der Zeit die große Glut noch zu bekommen. Und ja, das wär's dann. Ach, ich kann auch hier keine Zeit verschwenden. Was ich machen kann, ist mich ins Drachental zu begeben, von dort aus zu farmen. Das ginge natürlich. Ich werde Kondition wenigstens auf 35 bringen, eigentlich, für den Rest des Playthroughs, damit ich diese Rüstung komplett anziehen kann. Mehr oder weniger. Natürlich könnte ich auch Havels Ring dazu benutzen. Das Ding ist, ja, für die Four Kings brauche ich auf jeden Fall Arturias Siegel. Oder wie auch immer das heißt. Feuerballschrein. Ja, was wäre nun besser? Soll ich mir das Bonfire im Drachental holen? Wisst ihr was? Ich mache das. Ich gehe zum Bonfire im Drachental. Und von. Ich sollte auch rasten, bevor was Dummes passiert. Und von dort aus werde ich dann die Farm Sessions machen. Und dann zeige ich, und dann werde ich mitunter zeigen, wie ich die große Glut bekomme. Einfach um es in einem Go zu haben. Und große Brocken. Und graue Brocken werde ich sowieso farmen, also was soll's. Und das werde ich sowieso vom Drachental aus machen. Ich brauche auch keine Drachenknochen mehr, weil Priscilla's Dagger ja außer Reichweite für mich ist. Und ja, also ich werde wahrscheinlich das ganze Ding hier schon hochgeladen haben, bevor mir irgendwer überhaupt eine Antwort geben kann. Also nicht hochgeladen, sondern aufgenommen. Bevor mir irgendjemand antworten kann, ob es okay ist, wenn ich mir das Ding jetzt cheate.
So, falls ich sterbe, dann ist der Aufzug direkt oben. Ich weiß, dass beim Zombie-Drachen eine Seele liegt. Ich weiß nur nicht, ob er aufwacht, sobald ich mir das Ding hole. Ich würde es trotzdem mal wagen. Das Ding ist, man kann ihm, glaube ich, das Astora-Schwert wegnehmen, ohne dass er aufwacht. Übrigens sehr gute Waffe, für wenn man am Anfang mit ein bisschen Wille rumläuft. Und damit kann man schon relativ früh sich in die Katakomben auf normale Art und Weise wagen. Und hier ist übrigens ein kleiner Pfad, wo man unbehelligt an ihm vorbeikommt. Dann kommt man hier irgendwo runter. Ja, da oben, auf dem Abschnitt da. So, wenn die Drachen jetzt nicht rumspacken, sollte der Rest jetzt kein Problem sein. Die haben eine richtig beschissene Hitbox und wenn die sich umdrehen, kann es sein, dass die einen hier runterschubsen. Okay. Das ging gut. Alles klar. Wenn jetzt keine Sturzattacke kommt, kommt nicht. Sehr gut. Alles klar. Wir sind sicher. 2 Minuten. Ja, okay, dann mache ich einen frühen Cut hier. Das wäre noch kürzer gewesen, wenn ich tatsächlich ein Fast-Forward reingebaut hätte. Ach, zur Feier des Tages kann man genauso gut den schwarzen Ritter da töten. Schwarzer Ritter. Ritter Schwarzer. Alles klar. Ich wünschte, ich hätte ein Schild für den, aber naja. Alter, was machst du? Komm her. Ach, der macht verdammt wenig Schaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich ist es mein Plan, ihn hier runterzuschubsen mit einem gezielten Stich, so in etwa. Aber wenn er sowieso schon stirbt durch den Backstep. Blauer Brocken. Wer weiß, wofür ich ihn brauchen kann. Graswärmeschild, das ich nie benutzen werde für diesen Run. So, aufsteigen kann ich aber nicht. Nein, dafür brauche ich noch 5000 Seelen. Dann mache ich gerade mal schnell, indem ich eine Seele benutze. Wie der Zufall es so will, habe ich noch eine. Aber es ist nicht genug. Nein, natürlich nicht. Dann, ja, egal. Dann werde ich einfach farmen gehen. Und ich werde euch einen Report geben, was ich alles gemacht habe. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.